Die Bibel sollte nicht in allen historischen und biologischen Fragen als irrtumslos angesehen werden. Das sagte der Professor an der Evangelischen Hochschule Tabor, Thorsten Dietz, in einem Streitgespräch auf Einladung der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Er diskutierte mit dem promovierten Biologen und Internetblogger Markus Till über das richtige Verständnis der Heiligen Schrift. Dietz zufolge kann man den biblischen Autoren kein modernes Geschichtsverständnis unterstellen. Wir sollten sie nicht auf Fragen festnageln, die sich ihnen nie gestellt haben. Damit verfehlen wir den Sinn der Texte. So sei die Sintfluterzählung theologisch großartig, aber die Vorstellung, dass vor etwa 5000 Jahren die ganze Menschheit auf 8 Personen reduziert wurde, lehne ich jedoch ab, so Dietz. Andere Ansicht des Markus Till. Er warf Dietz vor, die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift zu verwerfen. Das Verständnis der Bibel als unfehlbares Wort Gottes sei wichtig. Till. Der aktuelle Stand wissenschaftlicher Erkenntnis kann nicht der letzte Richter über die Aussageabsichten der Bibel sein. Auch die ersten christlichen Zeugen hätten weitergeben wollen, was sie gesehen und gehört haben. Wer das abstreite, treffe den Kern des Christentums. Antisemitische Kommentare im Internet haben in den vergangenen 10 Jahren stark zugenommen. Das ist das Ergebnis einer Langzeitstudie der Technischen Universität Berlin, bei dem 300.000 Texte ausgewertet wurden. Antisemitismus finde sich demnach in allen Bereichen des Internets, etwa in den sozialen Medien, in Blogs, Ratgeberportalen, Fanforen sowie in den Online-Kommentarbereichen der Qualitätsmedien. Dort habe sich die Anzahl der judenfeindlichen Kommentare seit 2007 zum Teil verdreifacht. Laut der Lausanner Bewegung sind rund 1/3 der Menschen weltweit Christen. Doch viele davon besuchten keine Kirchengemeinde. Diese sogenannten Namenschristen seien daher eine der wichtigsten missionarischen Herausforderungen unserer Zeit. Diese Meinung vertritt auch Sandra Bilz, Pastorin und Referentin der Kirche Hoch 2. Laut Bilz müsse Mission in jeder Nation und jedem Bereich der Gesellschaft stattfinden. Ich glaube, dass das Evangelium in die Gesellschaft kommen kann, indem wir uns als Kirchen auch ein bisschen mutiger selbst zugestehen, Vielfalt zuzulassen und unterschiedliche Formen zu fördern und auch einzufordern von Gemeinden, die das Evangelium auf eine ganz kreative und vielleicht auch ungewöhnliche Art und Weise leben. Die Lausanner Bewegung ist eine überkonfessionelle evangelikale Bewegung mit dem Ziel, Kirchen und Netzwerke zu mehr Engagement bei der Evangelisation zu bewegen. Sie ist nach dem ersten internationalen Kongress für Weltevangelisation benannt, der 1974 im schweizerischen Lausanne stattfand.